erstes Auspackvideo von Firma Flair Decor. Es kommt in einen Briefumschlag und dann noch schön verpackt in Karton, was man sehr gut auch weiter für Boxen und verwenden kann. Ich habe da bestellt Bänder, die 30 cm Länge haben. Das schmälere Band hat eine Breite von 3,5 cm und das breitere eine Breite von 4,5 cm. Also 30 x 4,5 cm. Dazu ein Papier, Wellenpapier mit den schaut aus wie Spitze, hat die Größe 24,5 x 24,5, dann transparent papierartig, also alte Zeitschrift. Vielleicht so besser. Relativ durchsichtig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann zweimal Naturfarben mit Rot. In die Herzen sind Schmetterlinge, Blümchen. Dann zwei Bogen wieder in Rot mit Gold drinnen. Ist auf der Rückseite einfarbig Rot. Und auch Wellenpapier. Dann dasselbe in Grün, das kommt bei der Kamera, schaut es leider blau aus. Ein ganz helles Grün mit Silberstreifen. Dann dasselbe Papier, was ich zuerst in Rot gehabt habe, hier in Schwarz. Schaut aus wie Spitze, also ganz super. Nochmal in Rot mit Gold. Dann Cremefarben mit Weiß drinnen. Blau mit Vogeln und Blümchen. Tannenzapfen. Vintage-mäßig. Cremefarben mit Wein, mit Bordeaux-Rot sein. Dasselbe nochmal in diesen zarten Rot, Rosa. Schmetterlinge. Und hier wieder ein schwarzes mit Gold, sieht total edel aus. So, das war meine erste Bestellung. Ich finde das Papier super. Und wenn ihr bestellt, bekommt ihr einen 5
Atelier Piccola Farfalla eingibt, ich verlinke euch das noch, bekommt ihr einen 5% Gutschein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, Baba!